Neben den Bunkern gab es natürlich eine riesen Anzahl von Luftschutzkellern, sei es offizielle oder improvisierte. Auch in dem Keller in meinem Haus, das ein Tiefkeller ist, haben die Leute die Bombennächte verbracht. Also man hat ja da wirklich ganze Schicksale in diesen Kellern sich versammelt. Und auch, das war ja die Gefahr, wenn die Häuser getroffen werden und einstürzen, dass man nicht mehr rauskommt aus so einem Keller, wo Todesangst herrschte. Dafür gab es dann diese Gitter. Ne? Genau, das sind eben Notausstiege von Bunkern. Die findet man tatsächlich auch noch relativ häufig im Stadtraum. Es steht ja hier auf Luftschutz drauf, gebaut von der Firma Mannesmann. Diese Ausgänge, aber auch die Ausgänge hier von der Firma Mauser. Genau, man läuft ganz normal drüber, denkt, es wären Gullideckel, aber eigentlich sind es eben Notausgänge für die Luftschutzbunker. Ja, und der hier hat ja noch den Vorteil, dass er direkt bei uns ist, nämlich am Stadtmuseum. Und am Stadtmuseum hier in dem Bürgersteig. Und da gibt es auch noch eine andere Spur oder zwei andere Spuren, die auf den Krieg hinweisen. Am Zeughaus nämlich hier diese Farbmarkierung, die ist mit Phosphor gemalt, das heißt, die leuchtet im Dunkeln. Das sollte den Weg weisen zu den Notausstiegen und zu den Luftschutzkellern. Und hier sieht man noch etwas. Hier sieht man lauter Einschläge von Granaten, Panzergeschosse bis da oben hoch. Und das ist tatsächlich vom letzten Gefecht, als die Amerikaner über die Zeughausstraße und die Burgmauer kamen und von deutschen Panzern beschossen wurde. Die berühmte letzte Schlacht um Köln.